Tiefgegraben bei Malta Berg Bericht erstatten. Ah ja. Ich war am Überlegen. weil das Kreuz. Nein! Ich will abbrechen. Nalt Kreuzgang. Ich habe Wald gelesen. Okay, das war das richtig. Okay, dann gehen wir mal zum bemalter Berg. Laufen. Hätte gern ein Chocobo. Da springt einer lustig in der Gegend rum. Ich hätte gern ein Chocobo. Ich weiß, dass mein erstes Reittier ein Chocobo sein wird. Deswegen sage ich, ich will ein Chocobo. Aber den kriege ich erst auf Stufe 20, also Main Quest Stufe 20. Und auch ich muss Main Quest Stufe 20 sein, um Krieger zu werden. Deswegen will ich erstmal die Main Quest ein bisschen pushen. Und ignoriere gerade Nebenquests. Ja. Erstmal über alle Leutchen drüber springen. Im Alter Berg. Den Kampf so tief gegraben beginnen? Wieso muss ich kämpfen? Ah, der Befreier der Kupferglockenmine ist zurückgekehrt. Die können wir den Bergbau in der Mine wieder aufnehmen und Uldar die nötigen Rohstoffe für den Wiederaufbau liefern. Das gesamte Sultanat steht tief in deiner Schuld. Hölle Papa Shan die frohe Botschaft überbringen, persönlich überbringen. Bitte sei du so gut und geh zu Mumodi, die wir froh sein, dich lebend wiederzusehen und den Bericht aus der ersten Hand zu erfahren. Okay. Nein! Was ist mit Mumodi? Nein, mit wem anders? Mieriger Händler, du dreckige Diebin. Das erste von mir gestohlen, ein halbes Maul, wage nicht erst zu leugnen. Bitte, Herr, ich habe nichts Unrechtes getan. Ich habe das Fleisch aus eigener Tasche bezahlt, ich schwöre es. Du dreister Wurm, wagst es auch noch, mich anzulügen. Flüchtlinge wie du können sich nicht einmal vergrammeltes Mulfleisch leisten und schon kein Dodo-Filet. Das sind ganz schön viele Leute. Ich warne dich ein letztes Mal. Bis du vor das Diebesgut raus, sonst werde ich dir das Fell über die Ohren ziehen. Oder du musst deine Schuld auf eine andere Weise begleichen, wenn du mir zu Diensten bist. Alter, vergiss dich vielleicht den schändlichen Verbrechen. Ich bin ja schließlich kein Scheusal. Was für ein dummes Stück Scheiße. Vor allem, ich denke, die kriegt in eine ganz komische Richtung in meinem Kopf. Ich weiß nicht, ob das so gemeint ist. Nein, ich bin unschuldig, Hilfe! Ja. Ja, komm, mir helfen. Bitte, Abenteuer, ich will dich an, rette mich vor diesem Unhalt. Ich war bei dem Grab meiner Mutter, dass ich nichts gestohlen habe. Ich habe lange auf das Fleisch gespart, Schluss, um meinen Kindern einmal ein anständiges Essen zu bieten. Sie lügt. Sie lügt? Aber ich bin mal so nett. Und werde sie beschützen. Mich, ich gefällt nicht ein, klar. Du steckst du etwa mit dieser diebischen Hexe unter einer Decke? Langsam verliere ich die Geduld. Los, Männer, erteilt dem Pack eine ordentliche Tracht Prügel. Dann kommt mal her. Es lädt. Die Musik. Du willst mich verarschen. Das ist die Kampfmusik aus Final Fantasy 1. Vor allem, es hat auch so angefangen. Okay. Machen wir auch den hier. Hey, ihr Vollhunde, hört auf zu glotzen und helft mir lieber. Verdammt, wie konnte das passieren? Muss ich bepackter Ringer. Okay. Okay, dann auf den nächsten. Oh, wir sind ein bisschen sehr reingesund. Aranta Traumaturg. Okay, mein Freund. Spiel halt beendet. Das war ziemlich einfach. Ich meine, ich bin auf ein ziemlich hohes Level. So ist das ja nicht. Und ich wurde ja nicht runtergestuft. Doch, ich wurde auf 19 runtergeschoben oder so ein Käse. Mir reicht's, ich mach eine Biege.
Hey, was fällt euch ein? Kommt gefälligst sofort zurück. Danke, mein Retter. Tausend Dank. Oh nein. Nicht jetzt. Nicht jetzt, wo die Frau unsere Hilfe braucht. Okay, das ist ein Null da, so wie es aussieht. Die Flut an Flüchtlingen reißt einfach nicht ab. Ach nein, lass mal. Nein, ich möchte nicht den Durchlaufmodus einschalten. Ich dachte, ich könnte mit der Leertaste das wegmachen, aber ich muss mit der Maustaste. Mit der linken. Ja, sie alle haben durch die Katastrophe ihre Heimat verloren. Schrecklich, wie viele es sind. Aber seit der Katastrophe sind bereits 5 Jahre vergangen. Warum bessert sich die Lage nicht? Ja, damals wurde riesige Landstriche verwüstet und ganze Siedlungen mit dem Erdboden gleichgemacht. Vielerorts war die Bevölkerung jeglicher Lebensgrundlage beraubt. Bis heute sind viele Böden unfruchtbar, was zu Hungersnöten geführt hat. Da bleibt selbst den Hartgesottenen keine Wahl, aus ihrer Heimat zu verlassen. Und nun suchen sie Zuflucht in Städten und erhoffen sich einen Neuanfang. Ist die Situation nur in Uldar so schlimm oder spielt sich in anderen Stadtstaaten das Gleiche ab? Gerüchte nach spielen sich überall dieselben Dramen ab. Wobei bestimmt die meisten Flüchtlinge nach Uldar kommen, weil die Stadt als wohlhabend gilt. Die Armen folgen dem Lockruf des Geldes. Die können einen wirklich leid tun und ich wünsche ihnen von Herzen einen guten Neuanfang. Ich hoffe nur, dass sie unsere friedliche Stadt nicht ins absolute Chaos stürzen. Na, diese Messingklingen werden die Lage schon unter Kontrolle halten. Und zur Not kann immer noch die Legion der Unsterblichen eingreifen. Hat die staatliche Gesellschaft nicht Wichtigeres zu tun? Klar, aber ihr wird womöglich keine Wahl bleiben. Armut und Verzweiflung werden die Flüchtlinge zum Äußersten treiben. Die Diebstähle sind noch relativ harmlos, aber wenn sich die Situation nicht bessert, kann es schnell gewalttätigen Ausschreitungen kommen. In Uldar dreht sich nun alles um Gold und Gil. Wer nichts hat, ist auch nichts wert. Wie soll das alles nur enden? Hoffen wir das Beste, einige Flüchtlinge sind durchaus in der Lage, eine ordentliche Arbeit zu finden und ein anständiges Leben zu führen. Dodofilet, herrlich sattes Dodofilet, garantiert frisch. Vielen Dank, werte Dame, bitte beehren Sie uns bald wieder. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass Uldar auf einem guten Weg befindet. Aber es gibt auch Schattenseiten. Okay, sie hat das gekauft, so wie es aussieht. Alles in Ordnung? Ja. Ich war nur ein bisschen... Willst du dich jetzt bei einem wehrlosen Händler vergreifen? Ja, geh weg, du. Was, du willst gesehen haben, wie sie das Fleisch gekauft hat? Das ist doch lächerlich. Mitnichten, ich habe es auch gesehen. Lass die arme Frau in Ruhe, du gieriger Halsabschneider. Wer wagt es? Wer wagt es? Okay, das war einfach einer aus der Menge. Nun gut, ich werde gnädig über diese Unverfrorenheit hinwegsehen, doch nur dieses eine Mal. Gesegnet seist du, mein Retter. Wer weiß, was mit dieser Widerling angetan hätte, wenn du mir nicht geholfen hättest. Ja, gar nicht zu denken, was er hätte machen können. Selbstlose Tat. Oh, hallo, Ishtola. Was hat dich, mich hier anzutreffen? Ich muss gestehen, dass ich dich beobachtet habe, seit du Limsa-Luminsa verlassen hast. Als persönlicher Abgesandter des Admirals hast du gute Arbeit geleistet. Im Angesicht großer Gefahr hast du Geschick und Heldenmut bewiesen. Den Schwachen und Gepeinigten hast du ohne zu zögern geholfen, ohne dafür Entlohnung zu erwarten. Nach allem, was ich von dir gesehen und über dich gehört habe, bin ich absolut von deiner Qualitäten als Abenteurer überzeugt. Vorhin wurdest du von der Situation vielleicht etwas überrumpelt, aber danach ist sie dank dir gut ausgegangen. Das spricht sowohl für dein Glück als auch für dein Talent.
und mach etwas. Vorhin hattest du eine Vision, nicht wahr? Fragst du dich, wie es dazu kam? Nun, du besitzt eine besondere Gabe und ich kann dir helfen, sie zu verstehen. Ich bin jemand, der über dieselbe Gabe verfügt. Es ist eine gute Freundin, die ich dir gerne vorstellen möchte. Sie und ich kämpfen für eine gemeinsame Sache, für die wir dich gewinnen möchten. Wenn du dich darauf einlässt, werden wir dich bei deinen weiteren Abenteuern nach dem Wissen, nach bestem Wissen und Gewissen unterstützen. Denk darüber nach, aber nicht zu lange. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, dann sprich mit Momodi am Treibsand, im Treibsand ist eingeweiht und kann dir sagen, wo du uns findest. Tschüss, Ichtola. Oder auch noch nicht. Unsere Organisation heißt übrigens der Bund der Morgenröte und unsere Zielsetzung ist nichts weniger als die Rettung alles Guten dieser Welt. Ist ja schön, dass ihr so eine Hippie-Vereinigung habt. Yay. Ins Treibsand. Wieder hier überall springen. Okay, hallo, Rodi. Du liebes Lieschen, da hat wohl wieder jemand das gesunde Verhältnis vom Haben und Sollen nicht verstanden. Dass man nämlich besser immer was in der Tasche haben soll, merkt dir das, wenn du es in Ulda sowas bringen willst. Wenn es um Bucher und Herzaufschneider geht, kannst du dich vertrauensvoll an mich wenden. Ich bin nämlich Spezialistin auf dem Gebiet der Präsentation und lauter Geschäftspraktiken natürlich. Und bei Liebeskummer leih ich dir auch gerne ein Ohr. Schließlich gibt es keine Beziehung, die Gil noch nicht gegittet hätte. Zumindest für eine Weile. Okay. Ah, DF. Stehst du schon länger da? Ich war gerade mit diesem Neuankömmling beschäftigt. Verzeih mir, falls du warten musstest. Cool siehst du aus, man könnte glatt meinen, du kämst frisch aus dem Urlaub und nicht aus dem Kampf gegen fürchterliche Riesen. Miune hat nicht zu viel versprochen, du bist ein echter Held. Papa Shan wird sich ebenfalls über die gute Nachricht freuen. Ja, eine Druidin wartet auf dich, sie möchte unbedingt mit dir reden. Eda, danke, dass du mir deine kostbare Zeit aufwasst. Ich heiße Eda und ich möchte gerne ein paar Worte an dich richten. Eda? Oder Edda? Ich war Mitglied einer Abenteuergruppe zugegeben mit wenig Erfahrung. Ach, sie ist die, wo die Person gestorben ist. Doch Herren zielen, wir hatten uns so viel vorgenommen, aber dann hat es unseren Anführer in Gidania beschluss. Avere ist tot. Avere und ich wollten im Frühling heiraten. Als er noch lebte, hat er einmal mit dir gesprochen, auch wenn du dich vielleicht nicht mehr daran erinnerst. Die Begegnung mit dir hatte ihn tief beeindruckt und danach hat er ständig davon geschwärmt, was für ein toller Abenteurer du bist. Wow, ich kann mich null an ihn erinnern. Er wollte dir nacheifern, doch dann starb er und ließ mich allein zurück. Danach war ich so verzweifelt, dass ich das Abenteuerleben aufgeben wollte, doch je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr Bewunderung empfand ich für dich, für deine Tat und deine Persönlichkeit. Das brachte mich dazu, meinen Entschluss zu überdenken. Ich werde in mein Heimatdorf zurückkehren, um dort Tage und Nacht zu trainieren, bis ich eines Tages so stark und geschickt bin wie du. Doch vorher wollte ich dich noch einmal sehen und dich nach deinem Namen fragen. Würdest du ihn mir verraten? DF Petar, meine Freundin. DF Petar, ich werde deinen Namen für immer in Ehren halten. Danke, DF Petar. Ich bitte dafür, dass wir uns eines Tages wiedersehen. Lebe wohl. Okay. Ehrlich gesagt wollte ich einfach gar nicht mit euch Abenteuern zu tun haben. Ich dachte, ihr wärt alle grob und dumm und unhöflich. Zum Glück habe ich die Führung der Abenteuergilde trotzdem übernommen. Mittlerweile fühle ich mich geehrt, an Abenteuern Anteil nehmen zu können. Besonders glücklich bin ich darüber, deine Bekanntschaft gemacht zu haben, DF. Ja, ich Ichtola. Du interessierst dich für den Bund der Morgenröte? Dann haben sie sich dir also offenbart. Wenn du ihr Angebot in Betracht ziehst, dann werde ich dir verraten, wo du die Mitglieder des Bundes treffen kannst. Okay, da kriege ich einen Supertrank und drei Supertränke und einen Ether. Drei Ether. Aber Ether sind uninteressant. Level up! Momodi wird dir etwas über den Mund der Morgenröte erzählen. Oh, das ist ja eine bunte Truppe. Du möchtest mehr über den Bund der Morgenröte wissen? Hm, sehr schön, das zeigt wieder mal, dass du ein richtiger Abenteurer bist, neugierig und mit Gespür für alles Spannende. Die Sagenz beruhigt, die Mitglieder des Bundes sind gute Leute, sie haben das, haben es sich zur Aufgabe gemacht, Eorzea von der Probleme zu befreien, die sie so dringend auf
Lösung warten. Das ist natürlich keine kleine Aufgabe. So suchen sie immer nach fähigen Mitstreitern. Sie haben mich ausdrücklich gebeten, gute Kämpfer zu ihnen zu schicken, wenn man welche begegnet. Und du bist genau so einer. Ich werde dir sagen, wo sie ihr Hauptquartier eingerichtet haben, aber bitte behalte den Ort für dich. Es liegt in der Bucht des Abendsterns im Westtanalan. Sieh dich dort um und wenn du den Eingang gefunden hast, biete einfach deine Dienste an. Du bist ein Mann mit köpfigem Talent und solltest deine Fähigkeiten dort einsetzen, wo sie gebraucht werden. Ich hoffe natürlich, dass du mich darüber nicht völlig vergisst. Schau doch ab und zu vorbei und erzähl mir, wie es dir in der Zwischenzeit ergangen ist. Kann es sein, dass wir noch nie ein Rotgar gesehen haben? Ich sehe hier alle möglichen Rassen, aber kein Rotgar. Der Morgenröte. Wo muss ich hin? Da. Ah, dann teleportieren wir uns mal da hier hin. Westliches Tanalan. Okay, die ganzen Quests werden wahrscheinlich alles Dinger sein. Low-levelige Sachen. Horizontblick. Kann man das auch benutzen? Tal der Spuren. Oh, wie sieht's hier denn aus? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass wir an so einen Ort kommen. Vor allem in der Wüste mit so viel Wasser und so. Och, moin. Okay, den Feld lasse ich mal Feld sein. Ich bin sowieso überlevelt, also wen interessiert. Außerdem habe ich 1 Million Gilo von irgendwem bekommen. Und ich weiß nicht woher. Nein, ich will nicht im Feldbereich sein. Weiß nicht, wo ich 1 Million Gil herbekommen habe. Ich meine, ich bin dankbar dafür, aber irgendwie ist das auch doof. Ich meine, ich wollte das Spiel ziemlich normal spielen und nicht irgendwie 1 Million Gil geschenkt bekommen. Es wirkt geil. Nitric Ironheart. Farbenlehre, schöner Schein. Wofür sind diese Quests? Ich will nicht jeden Scheiß machen. Krieger des versunkenen Tempels. Okay. Jetzt muss ich dir etwas mitteilen. Level 35. Okay. Die können wir. Ach komm, die nehme ich an, weil die so hochlevelig ist. Ich muss dir etwas mitteilen. Annehmen. Ah, Dave, mir scheint, die Zeit ist langsam reif, dir eine neue Herausforderung zu stellen. Ja, wir kennen uns. Du mal von dem versunkenen Tempel von Kahn gehört. Jahrhundertelang war er verschüttet, wurde freigelegt, als sich die Erdplatten während der 7. Katastrophe verschoben. Er weiß, welche lange gehütete Geheimnisse er bergt. Da tritt einem gestandenen Abenteuer die Tränen in die Augen. Was? Der versunkene Tempel von Kahn liegt im südlichen Tanalan. Die Wache am Eingang heißt Ibimu und machte einen ganz kooperativen Eindruck. Wenn du sie lieb bietest und einen schönen Gruß von mir ausrichtest, lässt sich bestimmt rein. Na, dann viel Glück, mein Lieber. Okay, das ist wieder ein Dungeon, so wie es aussieht. Ich nehme mal deine Quest an. Farbenlehre. Färben von Ausrüstung. Ja. Oh je, was müssen meine entzündeten Augen heute nicht alles ertragen? Nun schau dich doch mal an. Wo hast du denn diese scheußlichen Lumpen her? Da sollte ein nach Gold und Ruhmschirmender Abenteuer nicht besser gekleidet sein. Also ehrlich, ein bisschen Farbe könnte man ja dein Outfit nicht schaden. Hier ein Tupferflieder, dort etwas Safran. Ja, vielleicht ist das doch etwas zu retten. Ich erkläre dir, wie du die Ausrüstung färben und die mir Blick verleihen kannst, aber zuerst brauche ich etwas zu trinken und trockene Luft ist ja nicht zum Aushalten. Das ist so nett und bringst mir eine Karaffe Orangensaft. Das ist wirklich sehr liebenswürdig von dir. Du kannst ihn hier in der Bucht des Abendsterns kaufen und so würdest du dich etwas beeilen. Auch im Schatten ist es unerträglich heiß. Dankeschön. Ich habe eine Karaffe Orangensaft.
Robert, meine Karaffe Orangensaft. Also wirklich, da bitte man, bittet man jemand an zu helfen und das ist nur nun der Lohn. Worauf wartest du noch? Du brauchst doch nur hier ein Buch des Abendsterns einzukaufen. Ich verlange ja keine Einhorntränen. Ich habe damals von der Quest noch die Karaffe Orangensaft. Es gibt also doch noch nette Leute. Danke. Ohne eine tägliche Dosis Vitamine leidet meine Haut, musst du wissen. Also fangen wir an. Was dein Outfit fehlt, ist ein bisschen Farbe. Zum Glück kann ich dir zeigen, wie du deine Ausrüstung selber einfärben kannst. Alles, was du dafür brauchst, ist ein Farbstoff. Farbstoffe können hergestellt oder beim Händlern gekauft werden. Deine Ausrüstung bleibt die gleiche und du kannst sie so oft färben, wie du willst. Du kannst also fröhlich experimentieren. Probier es doch gleich mal aus, denn so wie du jetzt rumläufst, verlierst du noch jemand in der Sache Mode weniger toleranter ist als ich sein Augenlicht. Und das willst du doch nicht. Okay. Dann haben wir das fertig. Zügeln kann dir beibringen, wie man projiziert. Machen wir mal. Meine Güte, wie färben. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte hier auf Färben klicken. Bist du in der Lage, Gegenstände zu färben? Um einen Ausrüstungsgegenstand zu färben, musst du zunächst einen brauchbaren Farbstoff haben. Farbstoffe können hergestellt oder bei Händlern gekauft werden. Sobald du über den passenden Farbstoff verfügst, musst du lediglich das Icon Farbe in der Kommandoliste auswählen. Ah, du kannst Gegenstände beliebig drauf färben. Die Farbe lässt sich wieder entfernen, wenn du einen Gegenstand namens Terpentin verwendest. Gewisse Gegenstände lassen sich erst färben, wenn du einen bestimmten Auftrag abgeschlossen hast. Um welche Aufträge es sich um solche Fälle handelt, kannst du in Fenster zum Färben unter Bedingungen zum Färben einsehen. Auch das Färben von Bauelementen, Zimmer- und Gartenausstattung ist möglich. Wähle dazu Färben unter Unterkünfte, Hauptmenü, Soziales oder färbe die Gegenstände direkt in dein Inventar, wenn sich dort befindet. Nicht so stoßfest, bequem und beweglich, das ist ja alles schön und gut, aber wirst du wegen mangelnden Stils wirklich das Gespött des Lachwachtfelds sein? Keine Angst, ich würde nicht ärgern, wenn das Schicksal mich nicht dazu ausgekommen hätte, dir zu helfen. Leg auch gerne sofort los. Wenn ich mich mit einem Gläschen Saft erfrischt habe, ist nämlich wieder mal schrecklich heiß heute. Also wenn du nicht länger wie der hinterletzte Abenteuer rumlaufen willst, dann besorgen wir einen bei Flowkrieg, der schenkelt davon etwas zu trinken. Die kennt meine Vorlieben. In der Schenke ist... Wo ist die Schenke? Ist das die Schenke? Kann ich hier rein? Ja, Tatsache. Hallo. Zwiegerin Zwiergeim schickt dich. Das ist die paar Ilmen nicht selber laufen kann. Naja, was soll's. Hier ist ja Blutorangensaft, den ich sie neuerdings so gerne mag, sage ich ihr. Sag ihr, ich schreib ihr auf den Deckel. Schreib sie auf den Deckel. Ja, zack. Ah, da bist du ja wieder. Hast du was gegen meinen Durst? Ja, Blutorangensaft. Zack. Ah, die Farbe, dieses Aroma, ein edler Tropfen, gerade gut genug für eine Stilikone mit solch formidablen Geschmack wie ich. Dann kann es ja losgehen. Lass mich Klartext reden. Du siehst unmöglich aus und ich kann dir deinen Grund auch gleich nennen. Benutzt keine Projektion. Schlimm, dass es solche Leute überhaupt noch gibt. Dabei ist die Sache kinderleicht. Alles, was du brauchst, ist ein Projektionsprisma, mit dem kannst du das Aussehen eines anderen Kleidungsstücks auf deine angelegte Ausrüstung projizieren. Also Transmog. Oder wie das heißt. Da es sich dabei um eine optische Täuschung handelt, hast du auf der funktionellen Seite keine Einbußen zu befürchten. Wenn du dich an deinen neuen Stil satt gesehen hast, kannst du entweder einen anderen projizieren oder den Zauber mit einem Projizierungskristall aufheben, wovon ich dir natürlich nun nichts abraten möchte, so wie du momentan rumläufst. Wenn du dich ein wenig mit der Materie beschäftigt, wirst du viele Möglichkeiten entdecken. Kombiniere in aufsehenerregenden Formen, lass deiner mutigen Kreativität freien Lauf, vielleicht lade ich dich dann sogar mal auf ein Gläschen Orangensaft ein. Also los jetzt, husch husch, ins Atelier mit dir, du und deine mutigen Verirrungen haben die Welt lange genug verschandelt. Okay. Was das im Klartext bedeutet, ist Projektion unverfügbar. Man kann die Rüstung, die man hat, die behält man, aber man zieht eine andere Rüstung drüber quasi. Man hat die Werte von der Rüstung, die man anhat, aber man hat die visuell bessere Rüstung quasi. Also was dir besser gefällt. In dem Gästezimmer der Herbergen stehen Projektionshormonen bereit, ist das Verändern von Ausrüstung ganz einfach machen. Die das Ändern von Ausrüstung ganz einfach machen. Benutze die grüne Barriere und probiere die Projektion noch einmal aus. Ausrüstung projizieren. Du kannst Aussehen eines Ausrüstungsgegenstandes auf einen völlig anderen übertragen.
ohne diese Parameter zu ändern. Und dazu Projektion im Untermenü des Basisgegenstandes, wenn du mit einem anderen Aussehen überlagern möchtest. Neben dem Basisgegenstand und der Projektionsvorlage brauchst du auch ein Projektionsprisma als optischen Katalysator. Außerdem kommen als Projektionsvorlage nur Gegenstände in Frage, die auch anlegen kannst. Sie müssen deiner Klasse, deinem Volk, deinem Geschlecht und deiner Stufe entsprechen. Der mit neuen Aussehen versehene Gegenstand kann nicht mehr auf dem Markt angeboten und weitergegeben werden und die Projektionsvorlage wird an dich gebunden. Projektionskommode. Benutze die Projektionskommode in den Gästezimmer der Herberge, um das Aussehen deiner Ausrüstung zu verändern. Verwandle Ausrüstungsgegenstände, deren Aussehen dir besonders gefällt, in Projektion und lege sie in diese Kommode ab. Du kannst diese abgelegten Projektionen auf die Projektionsplatten der Kleidungssets zusammenstellen, speichern und auf deine aktuelle Ausrüstung anwenden. Wir machen das erstmal nicht, ich laufe gerne so rum, kriegst mal dir ein. Du kannst diesen Auftrag nicht annehmen, weil du die Bedingungen nicht erfüllt hast. Wandwerker auf mindestens auf Stufe 15. Okay. Prisma, die ein ist aber auch eine schöne West. Atafu. Was ist hier los? Ein zweites Standbein. Orangenkerne. Der Händler Tatafu hat ein Problem mit einem seekranken Rotagyn. Erstmal ablehnen, weil Stufe 17 ist mir zu doof. So, dann gehen wir da hin, wo wir auch hin sollen. Das ist, glaube ich, hier unten in da drin. Was ist denn das dafür? Was ist denn hier los? Alene. Die Todesbotin. Du kannst den Auftrag nicht annehmen, denn das ist Stufe 47. Meine Fresse. Okay. Also, hallo. Hallo, Tataru. Auf weißem Sand so glühend, da blüht ein Blümchen zart sich in den Himmel recken, spürt nicht den Fels so hart. Das Blümchen zittert freudig, es schenkt mir mein Herz, wirst du das Blümchen brechen, ach mein, mach mir keinen Schmerz. Tralala, tralala, tralalalalala. Ah! Whisper. Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du dich nicht so anschleichen würdest. Wir befinden sich in privaten Räumlichkeiten. Was möchtest du hier? Ich bin hier wegen der Gummi-Morgenröten, Leute. Was? Ich Tola hat dich hierher geschickt? Sag doch gleich. Und wie heißt du? D.F. Petar ist mein Name. D.F. Petar, D.F. Petar, ja, du stehst auf der Liste. Dann herzlich willkommen im Sonnenwind, dem Hauptquartier des Bundes der Morgenröte. Und der Morgenröte, okay. Ich bin Tataru, die Rezeptionistin. Unsere tapfere Anführerin ist hinten im Saal der Morgenröte. Ich werde dich gleich ankündigen. Sonnenwind in die Bucht des Abendsterns gehen. Den Sonnenwind betreten. Hier rein. Oh, die sind ja alle hier hart am Bewachen. Was auch immer sie hier bewachen. Mitglied der Morgenröte, moin. Halt, kein Zutritt. Oh, du bist DFP, Verzeihung. Die Anführerin ist bereit, dich zu empfangen. Geh einfach rein. Was nehme ich denn da? Nix von dem Teleportticket zur Bucht des Abendsterns. Okay, ein Teleportticket. 12 Stück. Ein Gutschein zur gebührenfreien Nutzung des Arteritennetzes kann verwendet werden, um zur Bucht des Abendsterns zu teleportieren. Enterprise ist shared by. Okay. Okay, dann nehme ich das hier gerne. Moin, wer seid ihr denn? Der Held, von dem ich schon so viel gehört habe. Minfilia. Freut mich sehr. Ich bin Minfilia, die Anführerin des Bundes der Morgenröte. In DFP Tar. Guten Morgen. Wir haben dich erwartet. Was auch immer. Moin. Was habt ihr da für komische Geräte auf dem Kopf? Tritt doch näher. Du bist hier unter Freunden. Ja, ihr verprügelt mich doch alle. Was habt ihr eigentlich für Tätowierungen alle am Hals? Sicher hast du viele brennende Fragen, aber hab noch einen Moment Geduld.
Zuerst möchte ich dir nämlich unseren Bund vorstellen. Wir operieren über die Grenzen der Stadtstaaten hinaus, um unsere Ziele zu erreichen. Uns eint der Glaube an die Zukunft unserer geliebten Heimat Eorzea. Die größte Gefahr sehen wir in den göttlichen Wesen, die Primae genannt werden. Sie stellen eine existenzielle Gefahr für ganz Eorzea dar. Eine Gefahr, die wir möglichst endgültig bannen wollen. Einige von uns verfügen über eine übernatürliche Kraft, die deiner ähnlich ist. Sie äußert sich auf unterschiedliche Weise, aber es gibt Gemeinsamkeiten. Sag mir, bist du schon mal plötzlich und ohne erkennbaren Grund in eine Art Trance gefallen? Ja, ein paar Mal schon. Verschiebt sich manchmal deine Wahrnehmung, so als ob du in eine andere Welt übertreten würdest? Ja. In solchen Momenten transzendiert dein Bewusstsein tatsächlich geistige Grenzen. Das ist die Kraft, die in dir steckt. Dadurch kannst du zum Beispiel fremde Sprachen intuitiv verstehen und verborgene Gefühle erkennen. Sogar die Grenzen der Zeit kannst du mit deinen Sinnen überschreiten, um Ereignisse zu sehen, die längst vergangen sind. Damit meine ich, dass du selbst an der Vergangenheit anderer teilnimmst. Allerdings kannst du nicht ändern, wie das Geschehen letztlich ausgeht. Diese Gabe ist etwas Wundervolles. Und in dir scheint sie besonders stark ausgeprägt zu sein. Leider können wir sie nicht kontrolliert einsetzen. Das ist ja cool. Ja, auch ich besitze die Gabe, geistige Grenzen zu überwinden. Doch nun zurück zum eigentlichen Anliegen. Um Eorzea zu retten, müssen wir den Primae Einhalt gebieten. Solange sie unsere Existenz bedrohen, wird es in Eorzea keinen Frieden geben. Und gegen sie haben wir nur eine Chance, wenn wir über die Grenzen der Staaten, Völker, Sprachen und Weltanschauungen hinweg zusammenarbeiten. Die Gabe, über die du und ich verfügen, ist der Schlüssel im Kampf gegen die Primae. Wir können sie aufhalten und Eorzea Frieden bringen. Ich weiß nicht, welche persönlichen Ziele du verfolgst, und du musst es mir auch nicht offenlegen. Doch ich glaube fest daran, dass du auserwählt wurdest, etwas Großes zu vollbringen. Warum sonst sollte Heidelin zu dir sprechen und dir ihre Kraft verleihen? Deshalb bitte ich dich, schließ dich uns an und kämpfe mit uns für Eorzeas Zukunft. Ja, ich hab nichts Besseres zu tun. Natürlich sollen dir deine Dienste auch vergolten werden. Wir haben einflussreiche Verbündete und ein Wort von uns genügt, um dir so manche Tür zu öffnen. Hast du zum Beispiel schon einen Gehilfen? Nein, dann sind die Leute, die hier beim Verwalten von Marktwaren helfen können. Kriege ich einen Gehilfen? Minfilia, verzeih die Störung, ich habe die Papiere hier schon vorbereitet. Okay. Was macht ihr da? Vielen Dank, Tatahuru. Sehr umsichtig von dir. Keine Ursache. Gleichzeitig unserer Wertschätzung habe ich veranlasst, dass du hier die Berechtigung erhältst, Gehilfen anzuheuern. Die Einzelheiten erfährst du von Zuständigen, aber sei versichert, dass dir ein Gehilfe das Leben sehr erleichtern wird. Du siehst, wir möchten, dass du von Alltagsdingen möglichst wenig belangt wirst. Im Gegenzug würden wir uns freuen, wenn du deine außergewöhnlichen Talente in Dienst unserer Sache stellst. Eine Hand wäscht die andere, wir können viel für dich tun, DF Petar, und zusammen können wir noch mehr für Eorzea bewirken. Denk darüber nach, wenn du bereit bist, dich für eine gute Sache einzusetzen, sag es mir. Damit es keine Missverständnisse gibt, werde ich dir das Passwort verraten, mit dem wir uns im Bund verständigen. Es lautet Wildrose. Alter, bring es dir gut ein, Wildrose. Aus Final Fantasy 2. Finde ich lustig. Finde ich schön. Tschüss.
schöne Anspielung. Ein Gehilfen anstellen. Gehilfen sind hilfreiche NPCs, die Spieler anheuern können, um Gegenstände und Gilde aufbewahren. Gegenstände zum Verkauf auf dem Markt zu platzieren oder zum Unternehmen aufzubrechen. Ein Arbeitsvertrag kann von Panel in Girdania, Fritwip in Lipsalominsau oder Chachabi in Ulda aufgesetzt werden. Es können nicht mehr als 2 Gehilfen angeheuert werden. Okay, dann wollen wir mal. Wie ich dir schon gesagt habe, versucht der Bund der Morgenröte das primäre Problem in den Griff zu bekommen, das EO sehr bedrängt. Es ist keine einfache Aufgabe, aber jemand muss es in den Griff nehmen. Wenn du bereit dazu bist, habe ich primär gesagt, prima E heißt das. Wenn du bereit dazu bist, wo das Wort überhaupt, ist das überhaupt gefallen? Ich bin verwirrt. Wenn du bereit dazu bist, uns mit deiner ganzen Kraft zu unterstützen, dann gib mir ein Zeichen, dass du dich als Teil unseres Bundes betrachtest. Mut, Fehlschlag, abbrechen. Wildrose. Infilia hofft, dass du deine Kräfte voll und ganz, was ist denn das? Ein Projizierungskristall. Ein kleiner Kristall, der magische Lichtstrahl entflieht. Entfliegt und aus dieser Weise Projektion auflöst. Entfernt außerdem Färbungen und Wappen. Ah, Infilia hofft, dass du deine Kräfte voll und ganz dem Bund des Morgenröte zur Verfügung stellst. Annehmen. Sehr schön, das klingt schon ganz natürlich aus deinem Mund. Du wirst uns also unterstützen, ja? Ja. Wie schön. Das hatte ich von ganzem Herzen gehofft. Nun lass mich dir die Mitglieder unseres Bundes näher vorstellen. Ishtola kenne ich, ja. Kommt dir der Name Shalayan bekannt vor? Das war Shalayan. Eine der 6 großen Städte Eoseas, bevor sie zerstört wurde. Ihre Ruinen liegen im Nordwesten Aldenards. Shalayan, das habe ich auch schon mal gehört irgendwie. Ich habe es aber vergessen. Ah, kommen Sie nicht aus Shalayan? Die Stadt war ein Hort des Wissens über Magie und den Äther, wodurch sie sogar dem Kaiserreich die Stirn bieten konnte. Von dort stammt eine Gruppe gelehrter Männer und Frauen, die sich die Exegeten nannten. Als der Niedergang Eoseas sich abzuzeichnen begann, waren sie es, die vor der Katastrophe warnten und für die Zukunft Eoseas kämpften. Wir haben ihnen viel zu verdanken. Und diese Exegeten stehen nun hier bei uns. Ah, sie sind das. Darf ich vorstellen? Ida und Papa Limo. Sie erforschen die Vorkommnisse in Gridania. Hallo. Ida, kann man richtige Hosen gebrauchen? Wie sieht das denn aus? Freut mich. Mit der Stimme habe ich nicht gerechnet. Aber bitte, weiter geht die Runde. Das ist Tancred. Tancred. Moin. Er ist für die Perle der Wüste zuständig. Hallo. Hallo. Diese liebreizende Dame heißt Ishtola. Sie beehrt Limsalominsa mit ihrer Anwesenheit. Hallo. Ja, moin. Schön, dass du hier bist. Ja, wir kennen dich ja schon. Also, je nachdem, wo ich gestartet bin, hat mir ein anderen Charakter gefunden. Zum Beispiel Tancred wäre dann in Ulda. Und Ishtola nicht. Und das ist Orionji. Er leitet unser Hauptquartier. Wenn du Probleme hast, kannst du dich vertrauensvoll an ihn wenden. Rangier, was ist das denn für ein Name? Nun kommt ganz gewiss die Dämmerung am Morgen. Okay, er labert Scheiße. Deine strahlende Präsenz wird ihr den Weg bereiten. Okay, du bist komisch. Bei der Schlacht von Cartenot vor 5 Jahren haben wir unseren Anführer verloren. Danach gründeten wir zusammen mit Minfilia und anderen Gleichgesinnten den Bund der Morgenröte. War der Anführer Luswa... Wie heißt das? Luswa? Luswa? Seitdem haben sich viele fähige Leute unserem Bund angeschlossen. Und gemeinsam versuchen wir, Eoseas Zukunft zu gestalten. Ach ja, das ist übrigens Tataru, unsere gute Fee, die sich um die Verwaltung kümmert. Hallo.
Zu deinen Diensten. Auf eine gute Zusammenarbeit. Also dann, es gibt viel zu tun. Was müssen wir denn machen? Uriangée, bist du die Unterlagen von Baldesions Gelehrten durchgegangen? Ja, sie waren sehr aufschlussreich. Die Legion der Unsterblichen hat uns gebeten, Nachforschungen anzustellen. Tancred, bitte erklär, worum es geht. Sehr gerne. Wieso haben die eigentlich alle weiße Haare? Hat das irgendwie einen Grund? Vor einigen Tagen haben Unbekannte eine Karawane der Amagina Bergbau AG überfallen und ihre wertvollen Kristalle geraubt. Okay. Und da ist noch mehr. Zur selben Zeit sind einige Leute aus den Slums vor Ulda verschwunden. Auf den ersten Blick geht es also um einen Kristallraub und um Entführungen. Um solche Angelegenheiten würde sich die Legion der Unsterblichen eigentlich selbst kümmern. Doch hinter den Kulissen könnte ein Primae involviert sein. Welcher denn? Titan? Ja, denn die Spuren an den Tatorten deuten nämlich auf die Amalja als Täter hin. Wir vermuten, dass sie die Verbrechen im Namen ihres Primaes Ifrit begangen haben. Ifrit, okay. Kannst du der Sache nachgehen? Dadurch bekommst du auch einen besseren Einblick in unseren Konflikt mit dem Primae. Danke. Okay. Tancred kennt sich in Uldah bestens aus. Er wird dich mit Informationen versorgen. Mhm. Halt dich einfach an mich. Okay. Das war sehr viel Gelaber.